Beispiel haben wir gestern, Zum Beispiel haben wir gestern gegen die Dipsticks gespielt. Genau, da war der Ferdinand. Ich sag ja, die haben Timeout genommen. Ja, irgendwie anscheinend doch. Was haben wir denn da noch? Das sehen wir leider nicht von hier oben. Nee. 20 Sekunden. Gut. Ich weiß ja nicht, ob man das im Livestream hört. Das Piepen? Doch, ich glaube schon. Jetzt geht das los. Jupp, ganz schön an der Base. Dipsticks starten breit, sehr breit. Bin schon im Mini-W auf der Doritos-Seite. Und im Mini-W auf der Snake-Seite aufgeladen. Center geladen. Alle Five Alive, ne? Five Alive. Alle Teams Five Alive. Ja. Da wird es schon gecheckt. Der Center ist besetzt, die beiden Tempel sind besetzt. Bei den Dipsticks ist jetzt einer abgeflogen. G3 bei den Dipsticks. Abgeflogen beide. Jetzt nur noch bei den Dipsticks. Einer im Center. King Size ist auf Five Alive. Oh, jetzt ist nur noch einer bei den Dipsticks. G4 bei den Dipsticks. Wie heißt das? Das ist ein Tempel. Im Tempel. Nur noch einer im Tempel bei den Dipsticks. Ich würde mal die 4. Das ist ein Tempel. Ja, und der ist jetzt auch raus. Aber das haben die Kingsides noch nicht mitbekommen. Die haben das noch nicht mitgekriegt, Nick. Die haben das noch nicht. Jetzt läuft da was an. Toll. Einmal ein bisschen Zeit gespart. Ja. Ja, jetzt haben wir Pain Fight von links und Ballistics Göttin von rechts. Ballistics Göttin 2. Laufen sie auf. 10 Sekunden. Achso. Das sind die Ballistics und das ist Pain Fight. Oh, da wurde einmal bei den Pain Fights zu früh gestartet, aber der Lauf war wieder direkt an der Base zurück. Da sind alle Five Alive bei den Ballistics. Bei das Spielfeld auch breit gemacht. Pain Fights verdienen auch Five Alive. Auch sehr breit gemacht. Ja, ja. Wir werden mit drei Leuten auf die Snake geschossen. Jetzt ein G bei den Pain Fights. Das Mini-W ist besetzt auf der Snake-Seite. Der Maya auf der Dorito-Seite. Wir haben die Dorito-Corner besetzt. Und das Mini-W im Dorito. Ein G gerade bei den Ballistics. G2 bei den Pain Fights. Pain Fights Schwerin. Oh, jetzt ist der erste Dorito 1 angekommen. Bei den Ballistics. Und immer noch die Corner besetzt. Jetzt ist die Corner raus. Da hat er ein bisschen zu weit rausgeguckt. Weil hier nämlich auch schon Snake 1 geladen ist. Das hat er nicht mitgekriegt. Dorito 1, Painfight ist die 91 hier. Das ist der, oh, ich habe mir natürlich den schwierigsten, der Herr Kosak. Und dann haben wir G3. Geladen ist jetzt Dorito 1 und Snake 1. Painfight ist nur noch alleine hier vorne. Ich habe noch Dorito 1 und Snake 1. Oh, auch raus. Ja, dann. Den habe ich gleich gesehen. Den habe ich auch nicht mitgekriegt. Nicht schlecht. Da geht der Hoffmann. Nicht schlecht. Schönes Spiel von Ballistics. Ja, war ein guter Punkt. Schönes Spiel. Ja. Muss ich auch sagen. Da wird er gecheckt. Und es cleaned. Wunderbar. Das haben sie gut gemacht. Die waren aber auch wirklich schnell vorne. So, jetzt haben wir King Size von rechts, Dipsticks von links. Das war ein echt schöner Punkt. Ja. Ich fand das Spiel gut. Wir sind auch schnell nach vorne gekommen. Also Dorito 1, Snake 1 war schnell geladen. Ja, das, also bisher haben die gleich direkt ziemlich breit alle gemacht. Ja, ne? Ziemlich breit. Hast du schon Doppelcenter gesehen? Ich noch nicht. Nee. Schon wieder! Auch ganz breit gemacht. Auch ganz breit von den Dipsticks. Und der erste G. G1 auf beiden Seiten. Der Ref hat gerade extra Liebe bekommen. G1 auf beiden Seiten. Dorito-Seite jeweils weggeflogen. Jetzt ist die Dorito-Corner nachgesetzt worden. Wir haben zwei, die Dorito schießen. Und zwei, die Snake. Jetzt alle relativ safe
erstmal in ihren Decken drin. Das W von den King Size. In der Snake kann momentan nicht viel ausrichten. Nee. Es zieht aber zwei ganz auf sich. Dorito 1 geladen von den Dipsticks. Nee, gar nicht wahr. Von King Size. Snake 1. Naja, ich hab Dorito 1 von King Size. Und Snake 1 Dipsticks. Von den Dipsticks, ja. Ui, das war knapp. Da ist er eben fast in die Line reingelaufen. Oh, ist er wohl auch eingelaufen. Dann habe ich jetzt einen G-Stream, glaube ich, schon, oder? Hier vorne ist noch einer, ich weiß nicht, was wir haben G2. Aussieht. G2 bei den King Size. Dorito 1 geladen, der große Maya geladen. Wie ist die jetzt noch mit G3? Ja. Bei den Dipsticks hat G2. Dipsticks hat G2, jetzt spielen sie gerade mit Snake. Du lässt es fallen, Maya! Du lässt es fallen, Maya! Ist ein Punkt für Dipsticks. Ja. Dreier live. Ja, das sieht so aus. Zumindest jetzt noch. Okay. Taul, dann wird wieder ein bisschen Zeit gespart. Oh, es war. Haben sie sich den Punkt zurückgeholt? Das war nicht schlecht. Ja. Gut, also Sam. Das war gut. Gegen den Tabellenersten momentan. Nicht schlecht. Ja. So, jetzt haben wir wieder Painfight gegen Ballistics. Ballistics links, Painfight rechts. Genau. Jetzt aber schnell. Ich habe jetzt schon so oft gesehen, das muss die Buzzer-Anlage sein. Frühstart, genau. Aber. Kommt wieder sehr breit. Pipe alive. Beiden Seiten. Ja. Jeweils die beiden Mayas besetzt. Oh, G2 bei den Ballistics. Der G2 bei den Ballistics, ja. Time out ist und für Dinge. Das muss man sehen, aber. Pain Fight und Five Alive. Jetzt mit zwei Mann. G3 ist aber schnell. Mit zwei Leuten sind die Pain Fight Schwerin jetzt auf der Dorito-Seite. Dorito 1 geladen. Snake 1 geladen. Und der große Maya. Ui, jetzt ist er schon Dorito 1 auf der. Jetzt. Das war schnell. Das ging schnell. Jetzt hat der letzte noch nicht mitgekriegt. Und Painfight war satt. Eben haben die Ballistics das gemacht, glaube ich, ne? Und jetzt Painfight? Ja, du fragst mich was. Das ist eine gute Frage. 30 Seconds. Schnelle Matches. Ja. 20 Seconds. Ja, Dipsticks wieder. Dipsticks rechts. King Size Berlin. 10 Seconds. Da sehen die Popcorner zu, dass sie vom Feld kommen. Wieder sehr, sehr breit. Ja. Bei King Size macht das Spiel jetzt. Da ist aber rausgeflogen leider aus der Dorito. G2 bei den King Size. Ja. G3 bei den King Size. Ja. Alter Schwede. Pipe Alive Dipsticks. Jetzt nur noch. Dipsticks haben das G4. W besetzt. Das ist ein Einzelkämpfer jetzt von King Size. Und Pipe Alive. Und Pipe Alive bei den Dipsticks. Das W ist besetzt. Und der Taul. Das war auch sinnig. Ja. Da muss das man war nicht, verdammt schnell. Da Alter, muss man keine unnötige Zeit verstreichen lassen. Die Dipsticks machen das ganz schön. Machen das gut. Ups, mir das nicht schlecht. Ja, das war gut. Das haben sie jetzt mal schnell gemacht. Aber gleich machen alle zu breit, ne? Habe ich schon mal gehört. Ja, aber ja, King Size hat es versucht jetzt, ist aber am Break direkt einer ist geflogen, als er ins Mini-W auf der Dorito-Seite so, wollte. Ja. Da war der Weg vielleicht dann doch ein bisschen zu weit. Das ist, der ist halt auch sehr offen, du hast ziemlich viele Spots dazwischen. Wenn du die ganz schnell oben hast dann und die Line liegt gut, das ist schwierig. Ballistics. Die haben eine gute Line geschossen. Ja, definitiv. Die haben eine gute Line geschossen. So, Ballistics haben wir jetzt wieder rechts. Und Painfight startet wieder von links. Da hinten macht sich schon mal Killzone warm. Ja, die laufen sich ordentlich warm. Die kommen jetzt schon zum Schwitzen. Kann man sich denn unordentlich warm machen? So, 10 Sekunden.
Paris! Paris! Wir haben hier einen Snake Runner in die Corner, glaube ich. Nein! Ui! Auch wieder die beiden Bs besetzt! Painfight, Schwarin, Fly for Life. Oh, und da ist einer bei den Ballistics gegangen. G2 bei den Ballistics. Das Mini-B ist bewegt, der Center besetzt. Und Snake Corner ist besetzt, Ballistics. Ja. G3? G2. Jetzt haben wir ja drei. Fly for Life, Painfight. Vier Painfight, die auf die Snake-Seite schießen. Nee, ja, jetzt ist er raus. Haben wir G1. Oh. G1 bei den Painfight Schwerin. G3 bei den Ballistics. Haben wir ja noch den Center und die Snake Corner drin, ne? Ja. Der Center hält Dorito-Seite zu. Ja. Jetzt macht Painfight Schwerin breit und geht nach vorne. Das W ist besetzt. Dorito und Snake 1. Dorito bunkert sich richtig schön ein. Und hat auch keine andere Chance, weil der Dorito 1 da schön drauf hält. Jetzt das wird, könnt ihr nicht. Jetzt wird in die Snake gegangen. Das könnt ihr sehen. Der ist hier. Ja. Der Snake-Spieler robbt sich bis. Könnte jetzt schön auf den Center schießen. Muss ich jetzt aufpassen? Ja, jetzt müsste. Guck mal, jetzt kommt. Jetzt, das gab auch noch ein bisschen extra Liebe. Das war Aua. Aber sie haben sich getradet. Oder? Nee, die hat bestimmt aus der Corner noch gekriegt. Ja. Die hat er ja nicht auf dem Zettel. Oh, guck mal, da haben wir ja auch noch. Oh, das ist doch so spannend. Ui, das ist doch noch. Ist das jetzt. Okay. Da geht jetzt Painfight aber. Da gab es einen One-for-One. Ich würde sagen, das war ein No-Point, oder? Nö. Das war ein No-Point. Ein One-for-One wurde noch eben gezogen für Painfight. Ja. Ja, das ist natürlich schade. Dabei sah das echt so aus, als wenn Painfight. No-Point. Nee, Point Approved. Point Approved? Das muss es ja dann für Ballistics gewesen sein. Moment. Ich weiß nicht, waren wir schon innerhalb der 60 Sekunden? Das weiß ich auch nicht. Wir haben keinen Monitor. Wir müssen keine Ahnung haben. Wir sind dafür nicht zuständig. Dipsticks links, King Size rechts. King Size sieht aus, als machen sie es wieder sehr breit. Ah. Ja, er versucht es wieder. Ja, und ist auch reingekommen ins Mini-B auf der Snack-Seite. Fight for Life. Und der ist doch rausgeflogen. Wurde er mal beim Break geschossen. Ja. Snake ist nicht mehr geladen. Oh, jetzt. Das war knapp. Einmal Dipsticks und King Size beide im B. Ja, aber sie wissen es aber nicht. Das wissen sie noch nicht. Sie wissen es noch nicht. Dorito Corner geladen. Center geladen und der Tempel. Kann man natürlich nicht so schön sehen. Nee, und Tempel geladen auf der Snake-Seite. Bei den Dipsticks haben wir 1, 2, 3 drin noch. Oh, da haben sie sich übel getradet im B. Das hat weh. Aua. So. Jetzt hat den Dipsticks auch gerade im One-for-One kassiert. Ja? Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben wir jetzt nur noch einen bei den Dipsticks? Ich glaube ja im Tempel, ne? Und wir haben zwei. Zwei bei den King-Size. Genau. Sieht so aus. Dipsticks ist im Tempel. Theoretisch könnte er die Zeit jetzt ein bisschen ziehen. Ja, nochmal. Könnte man das machen. Genau. Der Center verschiebt jetzt in den großen Maya. Und wurde, ja, und wurde dabei geschossen. Da hat der von Dipsticks gut aufgepasst. Das ist ärgerlich. Im Vorteil gewesen und jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir Snake 1 geladen und den Tempel. King Size alleine? Also 1 gegen 1? Maya. Ja. Maya und Snake 1. Jetzt machen wir ein bisschen. Das war unnötig abgegeben. Snap-Shooten. Oh, jetzt kommt er in der Snake vor. Jetzt ist das Snake 50. Der hat in den Pin verschoben. Aus dem großen Maya. Das kann man wunderbar an der Kamera sehen. Ja. Wunderbar. Jetzt müssen sie einfach nur aus das sicher runterspielen. Ich weiß noch, der hat verschoben, aber er hat noch nicht mitgekriegt, dass er ein Dorito 1 ist. Ja, jetzt. Scheiße, er ist leer. Nein, hat er Gun-Probleme? Oder ist er einfach nur leer? Ja. Hat er noch Pötte? Er hat noch welche. Den letzten. Ja, das sollte ja aber reichen. Ist er jetzt von Dipsticks im B?
schießt auf den Weg, ja, oder? Läuft er kommt, zur Tonne, er kommt näher. Kommt. Jetzt ist es ein ziemlich enges Battle. Ah. Das hat er nicht mitgekriegt. Alter Schwede, nicht schlecht. Hat er nicht mitgekriegt. Nee, das ist jetzt spannend. Das ist sehr, sehr, sehr eng. Also die können auch Shake Hands machen. Ja. Ja, ja, sehr gut. Oh, jetzt muss er aufpassen. Ja. Jetzt muss er aufpassen. Der verschiebt immer gut, dass er an... Oh. Nicht schlecht, das ist ein sauberer Punkt gewesen. Nicht schlecht. Hat Kingsize echt gut gemacht. Ja, die Zuschauer sind auch begeistert von diesem Punkt. Das kann man verstehen. Das ist, wenn das dann richtig geil spannend ist, 1-1, ist schon cool. Aber das hätte man nicht so spannend machen müssen. Hätte man nicht, nee, die haben ein bisschen was verschenkt am Anfang. Aber war cool. Gut aber ans, Punkt ist Punkt. Punkt ist Punkt. Otek! Ja, Ballistics. Otek! Göttingen 2 von links. Und was war das eben? War das 0 Point? War ein Punkt. Gut. Wir machen. Ballistics scheint das Spielfeld auf der Maya gleich wieder zwei beleidigt. Solide Corner besetzt. Lässt sich checken. Fade Fight auch noch Pfeife live. Oh, Ballistics G1. Fade Fight für den Solide 1. Solide 1, sehr schön. Dann ist er gut vorgekommen. Solide 1, Temple und Center, oh, das bin ich. Und Maya. Ja, der Maya. G1 beim Pain Fight. Und G2 bei den Ballistics. Jetzt wird halt einer gerade im W. Ja. Jetzt muss er aufpassen im Mini-W auf der Dorito-Seite, der Ballistics-Spieler, dass er da nicht in die W-Line reinläuft. W-Line. In die W-Line. Ist auch nicht schlecht. In die W-Leinige Line. Ja, aber... Snake 1 und die Rüge 1, Painfall Schwerin jeweils besetzt und das W. Gegangen. Das war's. Das war's. Extra Liebe von allen nochmal. Nein, von allen Seiten noch einmal so ein bisschen. Ja. Paint Fight. Sehr schön. Schwerin. Buzzard. Wird gecheckt. Ich weiß leider. Das ist der Punkt für Paint Fight. Was bleibt? Was? Weißt du nicht? Nee. Was denn? Ich weiß leider nicht, was. Warum überhaupt? Warum was denn? Wie viel steht für welche Punkte Mannschaft und so? Das können wir leider nicht sehen. Das können wir leider nicht sehen. Das fehlt uns so ein bisschen. Ja. Wie viel steht es denn? Kings? Haben wir Dipsticks? Welches Spiel? Ja. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Damit die erstmal Dipsticks. Berlin links, Dipsticks rechts. Dankeschön. Das schießt 3-1. 3-1. Oh, Kingsize macht drei, macht eng. Ja, macht Kingsize eng macht direkt eng. Direkt das WLAN. Das ist gar nicht so blöd. Aber auch Dipsticks ist jetzt ein bisschen. Ja, ist ja, einer in der Corner, glaube ich. Corner ja. Und Dorito-Seite einer Maya. Und Kingsize hat in der Dorito-Corner einen drin. Bettelt sich mit dem großen Maya. Großer Maya. Maya ist immer groß. Beide Mayas besetzt. Maya. Maya. Ja, das Mini-W auf der Dorito-Seite ist rausgeflogen. Das hat Ramona vom Center geschossen. Und der G1 bei den Dipsticks. Oh. Und wurde auch vom Center geschossen. Jetzt haben wir noch... So, haben wir G2 bei den Kingsize. Ja. Zwei auf der Dorito-Seite, der macht jetzt das Spielfeld nochmal richtig breit, der Center-Spieler. In die Corner, Snake Corner. Das ist sehr gut. Das ist. Ah, mal, guck mal, wir haben hier das W noch geladen. Wir haben also 4 bei Kingsize. Oh ja, tut mir leid. 4 bei Kingsize und 1, 2. Ich zähle jetzt gerade nur 3 Dipsticks. Deine Mutter. Ich nenne das deine Mutter. Das B. Ui. Oh, jetzt ist es noch. Jetzt sind es 3-3. Bei den Kingsize. Ich würde sagen. Die sind beide sehr, sehr zögerlich jetzt. Ja. Das ist natürlich, weil im Spielverlauf viel Tension zerschossen wurden. Ja. Zerschossen wurden. Und die wissen beide, dass das verdammt starke Mannschaften sind. Und niemand möchte den Punkt jetzt abgeben. Ui, schade. Ah, es ist jetzt einer. Dorito-Seite weggeflogen ja. Bei den Dipsticks. Jetzt wird gleich nachgerückt in den kleinen Tempel. Dorito-seitig.
muss er gucken. Oh, oh. Nur noch der letzte. Oh, so, das war, ja. Der letzte bei den Dipsticks. Nee, Dipsticks haben wir. Ja, ja, Dipsticks, Snake 1 geladen, ne? Ja, aber das ist der letzte. Das ist der letzte. Und der wird jetzt beschossen aus dem W. Aus dem W. Punto Rito 1 sternseitig. Punto Rito. Ja, das, ist, das war's. Das war's jetzt. Ja, den Punkt holt sich dann King Size. Und damit steht's denn, wenn sie den kriegen? Wie viel? 3-2. 3-2. Guck. Würde es dann stehen, wenn sie den jetzt kriegen. 3-2 steht es jetzt. Für King Size? 3 hat Dipsticks. 3-2. Und 2 King Size. Wenn ich das so stimmt, ne? Ja. 3-2 Dipsticks. 1-2-3. Jawohl, King Size 3. Rechts, Ballistics, ja. 2, links. 3, doch King Size. King Size 3, Dipsticks 2. Ich will hier nichts Falsches erzählen. Hab ich aber schon. Hast du mich belogen? Ja, tut mir sehr leid. Und wer soll. Time for Life bei Pain Fight und. Ja. Nicht Five for Life. 4 bei den Ballistics. Ja, bei den direkt Ballistics. Einer beim Break aufgeschossen, nicht ja. Schlecht. Dann auch wieder versucht, das ja Break zu machen. Wir wollten auch gleich das Mini-W der Snake-Seite. Das wird sich jetzt mit dem Center. Oh, 1-for-1. Ja. 1-for-1 bei den Ballistics. Das sieht nach einem 2-for-1 aus. Ja? Nee. Er hat dreimal aufgepult. Ja, weil er nicht rausgegangen ist. Was haben wir denn? Da wurde nur noch einer bei den. Oh. Ja, nur noch im Mini-W. Einer bei den Ballistics. Taul, ja. Wie viel steht's da jetzt? 4 Pain Falten. Und ein Ballistics. Ja? Ja. Ich hab mir so viel auf den Sack gekriegt. War das ein 1-for-1? Ja. Also ich hätte gesagt, das wäre ein 2-for-1. Nee, das da waren nur Warnungen. Nee. Ach so. Weil das so ist. Cool, aber er hat den rausgeholt und den rausgeholt. Und dann hat er so, also ich würde... Nein, ich, also, da ist davor vorher schon einer weg. Dipsticks links, King Size rechts. Ups, jetzt. Wieder sehr breit schon. Oh, aber sehr breit. Five Alive auf beiden Seiten. Beide Snake Corner besetzt. Jetzt ist einer geflogen von den King Size. T1 King Size, die Dorito Corner ist rausgeflogen. Das W ist von den Dipsticks geladen. Ja. Center spielt Dorito Seite bei den King Size belegen. Die 4, der Temple spielt auf den Snake. Es schießen 3 Leute. Corner sieht etwas unentschlossen aus, was sie gerade zu tun hat hier bei Dipsticks. 60 Sekunden nur noch. 60 Sekunden? Ja, 60 Sekunden. Also die Dipsticks sind eigentlich im Zugzwang, die müssen den ja, Punkt jetzt machen. Jetzt den Punkt holen. Um zumindest ein Draw. Das wäre nicht schlecht. Also Leute. Oh, jetzt haben sie sich nicht abgesprochen. Jetzt sind sie beide zu zweit in die Snake rein. Snake 1, Snake 2. Scheiße, Penalty. Jetzt gibt es ein 1-for-1. Oh, das. Da haben wir G-Street Dipsticks. Towel? Nee, Timeout. Zeit ist zu Ende. Ja? Nein, ist sie nicht. Das war ein Towel. Ja, warum? Das war doch jeweils. Dipsticks hatten Towel. Ja? Was? King Size. Ja. Schade, weil es war in dem Moment. 3-for-1? Ja. 22 Sekunden. Achso, ich war nicht mehr. Die haben jetzt noch 22 Sekunden, haben sie dann im nächsten noch. Das ist haarig. 3-for-1, war das? Ja. Ja, das ist für natürlich. Für die Dipsticks, ja? Für die Dipsticks, ja. Ja. Krass. Übel, das ist immer. 3-for-1 ist immer. Vision. Oder was er gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht, aber... Den Ref beleidigt. Das glaube ich nicht. Er hat beim Wischen den Ref beleidigt. Beim Wischen den... Ja, okay, cool. Also den, du dummes Na, hallo. Kannst du sowas nicht hier... Doch, kann man. Nein. Ja, bei den Dipsticks wird sich nochmal besprochen.
Ja, schade. Das sah so gut aus. Das und die hatten, ich glaube, nur noch zwei alive bei Kingsize. Ja. Und ich glaube, dann nachher war es eigentlich nur noch 1-1. Und das hätte man eigentlich spielen lassen können. Nee, ich glaube, es waren 2-1. Ja? Mhm. Okay. Deswegen hat es dann schon Sinn gemacht. Aber, ja, boah, aber sie hätten auch die Zeit runterspielen können. Und vielleicht hätten sie noch den Punkt. Ja, der Punkt ist bei Kingsize. Ja, ja so. Ich habe... Wenn du gleich hochkommst, ich habe noch kurz eine Frage, weil manchmal sagt er mir hier nicht ein One-for-One an. Gut. Was? Das Spiel läuft 8 Sekunden schon. Was? Ist dein Mut kaputt? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich auch verwirrt. Ein Glück haben wir damit nichts zu tun. Gott sei Dank haben wir damit nichts zu tun. Gott sei Dank müssen wir uns nicht um die Wasseranlage kümmern. Das ist nicht unser Aufgabenbereich. Aber es gibt da bestimmt qualifiziertes Personal, aber dann können was das die jetzt Jungs klären kann. Mal jetzt 5 Minuten oder Mädels. Und Mädels sind ja auch Mädels auf jetzt. Mal durchatmen. 5 Minuten. Ja, aber ich glaube, die wären auch froh, wenn sie denn das Spiel. Das heißt, auf dem Papier haben wir 4-2, aber die ist richtig? Guck mal, wir sind wieder online. Wir sind. Hui! Bei den Kingsize steht's. Komm, ich dreh dich. Ich glaube, die Buzzanlage dreht durch. Ja, ich glaube, sie dreht tatsächlich durch, weil es hat keiner gespielt und der Point ist angezeigt. Das war ein richtig spannendes Spiel. Gehört er dazu oder gehört er nicht? Und so Paint sparend auch. Gut, dann treibe ich den gleich. Und leise. Kannst du aber gleich leise, ja. Die Spielzeit oben auf 22 wieder springen. Kriegst du das hin? Ich weiß nicht. Und dann lass ich sie gleich runterlaufen. Okay. Ja. Dann lasse ich sie 8 Sekunden runterlaufen. Dann startet sie. Und jetzt auch schon. 70 Grad besprochene Headref mit dem Scorekeeper, was dann jetzt noch Phase ist. Ja? Also auf 30 Grad. Aber das geht gleich weiter. Wasseranlage, glaube ich, gerade in April. Aber dann haben wir auch gleich kurz Blockpause, glaube ich, oder? Ja. Ist der erste Block gleich durch? Dann ist der erste Block gleich durch. Dann sind die 10 Minuten gespielt, jeweils. Das Problem war, dass das 3-for-1 zu spät oder zu früh gezogen wurde. Ah. Dass sich das mit dem System noch überschritten hat. Ah, alles klar. Hier ein Punkt nicht angezeigt wurde, ah, so, okay. Sollte. Systemcrash. Systemcrash, ja. Das ist System war überfordert. System und Ref. Stuck Overflow. So, warum habe ich jetzt gerade einen Tropfen abgekriegt? Kann das bitte aufhören? Ich habe gesabbert. Ah, toll, super. Von oben kannst du. So, 10 Sekunden sind angebrochen. Links sind die Ballistics, rechts Painfall Sperry. Ja. War das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Da steht wie viel? Wie viel Zeit ist es? 4-1. Oh, Painfall Sperry macht direkt. Geht direkt zu Rito 1, Painfall Sperry. Ja, aber die haben auch nichts zu verlieren. Die können jetzt noch einmal richtig nach vorne gehen. Die können. Five Alive auf beiden Seiten. Five Alive auf beide Corner besetzt. Sehr, sehr breit gemacht. Beide Corners sind jetzt bei den Ballistics. Spielen Long Life. Jetzt Snake 1 gesetzt bei den Ballistics. Das W gesetzt. Die, oh, jetzt hat das W gekriegt. Gerade aus der Snake 1 gekriegt. Oh, und hat nochmal gekriegt. G1 bei den Painfall Sperrin. G1 bei den Ballistics. Ja. Zwei Dorito, zwei Snakes seitig. Okay, die spielen Cross. Jetzt wird Dorito 1 geladen bei den Ballistics. Die beiden Maya geladen bei den Painfall Sperrin und Snake 1. Dorito 1 ist auch bei Painfall. Ja. Und Dorito 1 jeweils bei den Ballistics. G2 bei den Ballistics. Das ist jetzt nur noch die beiden Mayas und Dorito. Oh, G3 bei den Ballistics. Mayas auf beiden Seiten jeweils geladen. Ja. Aber es befindet. Oh, der hat gerade Lüge gekriegt. Er wurde doppelt outgecallt. Gut. Oh, der hat da ein bisschen G4 bei den Ballistics. Gegen 2. Und jetzt, Painfight. Jetzt wird er überlaufen. Ja. Oh, hoffentlich schießen sie sich jetzt nicht gegenseitig ab. Ja, das wäre etwas ungünstig. Painfight geht buzzern, damit ist das deren Spiel gewesen. Wenn er dann clean ist. Aber es wäre zur Not noch einer da. Es wäre ja immer noch einer da, ja. Wartet auch ganz geduldig.
3-4-1. Das war echt. Puh. Das Punkt ist da. Ja, damit. Schade. Schade. Damit ist das der Punkt. Das Spiel geht an. Pain Fight Schwerin. Ne? Punkt, Spiel, der Punkt. Bla. Also der Punkt geht an Pain Fight Punkt, und das Spiel geht an Pain Fight. Weil die Punkt, haben jetzt. Auf jeden Fall einen vier, Punkt. Vier, oder? So, rechts sind die Dipsticks. Links King's Rice. 30 Sekunden. Zu spielen Restzeit. Zu spielen Restzeit? Cool. Aber sie spielen, bleiben hinten, also es ist jetzt nicht so, dass sie durch. Nee, also die haben jetzt keinen Move nach vorne einfach gewagt. Was sie eigentlich machen müssten, aber. Ja, um sich noch ein bisschen einfach. Also da wäre vielleicht einfach nach vorne. Ja, haben ja nichts zu verlieren. Aber der Doritos-Spieler geht aggressiv nach vorne. Also. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. So, das war's. Genau. Game finished. Game finished. Das hat irgendwie noch keiner so richtig mitgekriegt. Jetzt aber. Nee, selbst die Ref haben das nicht mehr. Nicht? Nee, er hat. Ach so. Er hat ihn noch so gedingst. Du warst weiter spielen. Jetzt sehen wir den Head-Ref hier gerade im Bild. Nein. Nee, doch. Nee. Nee, jetzt. Nee, jetzt irgendwie nicht. Jetzt nicht mehr.